So, jetzt müssen wir mal ein Video machen, das glaubt ja sonst keiner. 27. Januar, 18 Uhr irgendwas. Stuttgart rebelliert gegen die Corona-Maßnahmen. Der Stau, den ihr hier seht, der geht vom Cannstatter Wasen aus über die Innenstadt. Selbst die Zivilpolizei ist im Einsatz, die Kriminalpolizei mit ihren Fahrzeugen, weil die nicht mehr genügend haben. Sie haben nicht mehr genügend. Andere Seite, Stadt einwärts, Flaggen, Fahnen. Ich gebe mal ein Zeichen, dass ich dazugehöre. Sonst denken die noch alle, ich gehöre zu den Bösen oder was. Das sind wir ja nicht. Der Hammer. Das ist ein Hubkonzert in einer Länge. Das ist unvorstellbar. Das geht vom, ich bin eben vom Daimlerwerk Untertürk am kompletten Cannstatter Wasen vorbei. Durch den, Leutze-Tunnel, der abgesperrt ist. Wo die Leute noch drinstehen, können nicht mehr weiter. Das ist jetzt Richtung Leutze und dann geht's hier Richtung Innenstadt nochmal. Richtung Innenstadt und die Leute alle mit Warnblinker, das heißt, sie fahren in die Innenstadt und demonstrieren gegen die Regierung für ihre Freiheit und kommen aus der Innenstadt raus und drehen den Kreis nochmal. Die Busse wurden mittlerweile abgestellt als Straßenblockaden. Und sie fahren alle in Schrittgeschwindigkeit und länger, langsamer. Das wird keiner glauben, wenn du es nicht dokumentierst. Alle Seitenstraßen abgesperrt. Wahnsinn!